Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir gucken auf die Karte, wir haben hier ein paar Sachen. Was sollen wir denn eigentlich schon mal machen? Ach, Telefon irgendwas Dingsbums. Genau, Telefon irgendwas Dingsbums. Deswegen werden wir uns jetzt hier hinbegeben und werden jetzt hier hin reisen und werden jetzt Telefon, Münz, Dingsbums irgendwas machen. Ich habe schon wieder vergessen. Aber irgendwie sowas. Es klingelt. Anscheinend. Hier? Ah, hier. Eins abgehakt. Nice. Ja, ist ja gut. Jetzt kannst du aufhören zu klingeln. Meine Fresse, ey. So, ich kann die Straßenbahn benutzen. Warte. Man kann auf jeden Fall mit der Straßenbahn fahren, aber... Wir haben gerade einen Keil zwischen Blum und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet. Wenn die zu eng mit Dushan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. So, ich wollte mit der Straßenbahn fahren, Mann. Oh. Au. Das war so aber nicht geplant. Okay, hier muss ich natürlich auch wieder das Telefon erstmal finden, glaube ich, ne? Ich höre es aber auch gar nicht klingeln. Muss ich ja ehrlicherweise mal sagen. Ah. Also noch höre ich es nicht. Ich kann mit der reden. Guck mal, hallo. Was geht? Laut Scout X gibt's im Civic District jede Menge tolle Touristenattraktionen. Nice, Junge, nice. Danke, danke, dass du mir das sagst. Das finde ich total geil. Ich werde da mal gucken irgendwann. Warte mal. Ich fahre mal mit dem Motorrad weiter. Und werde mal gucken, ob ich irgendwie mein Telefon höre oder sowas. Oh. Ich nehme mal das Bike. So. Ich höre kein Telefon. Huh. Müsste ich nicht ein Telefon hören? Ich höre es aber nicht. Was ja eigentlich schon ein bisschen komisch ist, weil ich habe das andere Telefon auf 50 Milliarden Kilometer gehört, ne? Na gut, vielleicht klingelt es halt einfach auch nicht, aber das ist natürlich ein bisschen, naja, sagen wir mal suboptimal. Vielleicht ist es auch gar nicht hier im Park, das kann natürlich auch sein. Gut, Turntrees nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Das kann auch irgendwo hier in der Straße sein, ne? Ich laufe mal so rum, weil dann sehe ich das auf weitere Entfernung. Nee, hier ist es nicht. Okay, gehen wir nochmal zurück. Wo ist dieses Civic Center? Telefon beim Civic Center zu finden. Ich weiß halt leider auch nicht, was das Civic Center ist. Keine Ahnung. Das hier? Keine Ahnung. Das da? Oder das da? Oder das da? Oder dieses Auto? Man weiß es halt einfach nicht. That is the question. Okay, hier ist es auch nicht. Ha. Also es muss ja schon irgendwo hier sein, aber wo? Au, du Arschkeks. Kackbratze, ey. Da.
Ich hab's gefunden. Gefunden habe ich's. Ja, alles gut, Mann. Boah, Spiel, du bist echt kacke manchmal, weißt du? Ich will ihn streicheln. Ich konnte den einen schon nicht streicheln. Bist du aber brav. Drei Hunde gestreichelt. Jaha. So, weiter geht's. Okay, das ist ja am Arsch der Heide, ey. Meine Fresse, ich hätte vielleicht ein Auto nehmen sollen, aber jetzt ist auch egal. Den Rest können wir nochmal sportlich uns betätigen, das ist überhaupt kein Thema. So, dann hacken wir das auch. Ne? Eins werde ich wohl noch brauchen. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Teflon und das ist hier irgendwo. Ich kann hier aber nirgendwo hinreisen. Oh, guck mal, hier ist auch so, hier sind Kerndaten. Das ist natürlich nice. Dann gehen wir mal hier hin, in den Biker-Shop. Können wir uns gerne Lederhosen eigentlich wieder kaufen, aber diesmal brauche ich sie nicht. Die Kerndaten, wo sind denn diese Kerndaten hin? Gehen wir da mal als erstes hin, ne? Zu den Kern. Ich habe echt das Gefühl, ich habe schlechtere Frames als sonst. Ach, das ist hier. Vorher bin ich ja auch mal annähernd an die 60 gekommen. Weil eigentlich hätte ich ja mal um die 50, aber irgendwie jetzt gerade nicht so. Das war da oben. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochgekommen wäre oder wie ich da hätte hochkommen sollen. Richtig. Da oben auf die Dach. Obwohl, warte mal, das ist Hacken. Vielleicht Hacken? Möglicherweise. Ha! Hat mir tatsächlich auch mal was gebracht, das Ding zu benutzen. Und wo ist hier das Scout-X-Ding? Absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja. Wieder einpacken, das Ding. So, weiter. Nee, hier kann ich nicht runterspringen. Wir fahren jetzt mit dem geilen Roller wieder. Los, nimm den geilen Roller, Mann. Ups. Moment. Ha, da hinten ist es. Ich wäre jetzt runtergefahren, ne? Und ich hab gedacht, da ist es gar nicht. Das sollte reichen. Ich habe keine Ahnung, du. Das klingelt den ganzen Tag. Kriegst du was, Josh? Ich habe ein paar Telefone infiziert. Ja, ich kriege irgendwas. Die Anrufe werden von einem Gerät abgefangen. Sieht bislang nach einer kleineren Aktion aus. Ist egal, ob sie klein ist. Die könnte riesige Auswirkungen haben. Wir müssen das stoppen. Marcus, ich habe dir die Koordinaten geschickt. Danke, ich sehe es mir an. Yay! Okay, nice one. Hacke das Doxer-Gerät. Wo ist denn das Doxer-Gerät, Junge? Show to me. Das hier, kein Problem, dann gehen wir mal hier hin. Und wenn das Doxer-Gerät irgendwie hacken, kein Problem, Mann. Das ist ja ganz hier in der Nähe, das ist Hacken. Hacken, die Frage ist Hacken wie? Das ist ja immer wichtig zu wissen. Kann ich quasi jetzt mit der Drohne da hochfliegen und das hacken? Wir werden sehen. So, auch hier Missionsziel wieder erfüllt. Ich habe die Hardware gefunden. Ich will sie ausschalten, aber ich will auch die Übertragung zum Ursprung zurückverfolgen. Den finden, der dahinter steckt. Je länger das Ding in Betrieb ist, desto riskanter wird es für uns. Eins macht mir Kopfzerbrechen. Wieso Münztelefone? Wieso kein Leak im Internet? Hier spielt jemand Spielchen, zieht eine Riesenshow auf und trollt uns. Eine andere Hacker-Gang? Genau das denke ich. Ich ziehe das jetzt durch. Es ist das Risiko wert. Ja, finde ich auch. Okay. Aber ich muss noch mal kurz was gucken, weil irgendwie finde ich etwas sehr merkwürdig. Alter, wenn ich das Spiel auf höher spielen würde als normal, ich würde ja eine Macke kriegen, ne? Vielleicht automatisch? V-Sync normal? Aus?
Mir scheint, als ob die Grafikkarte irgendwie... Irgendwas macht die Grafikkarte, was eigentlich... Alles sehr merkwürdig. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Den muss ich aber bald auf den Grund gehen, weil irgendwie ist das komisch. So. Machen wir eine Schnellreise dorthin. Und laufen da lang. Sind dann gleich da. Schöne Karre. Sehr schöne Karre. Die Frage ist, hacken oder muss ich da selbst dran? Wahrscheinlich muss ich da eher selbst dran. Kann ich alles hacken. Also doch eigentlich schon, aber naja. So, gehen wir mal da hoch. Scheint mir doch ein ganz guter Weg zu sein. Und dann irgendwie dorthin. So. Lasst euch nicht stören, ne? Macht mal weiter. Alles cool. So, da bin ich. Hi. Ach, das geht natürlich nicht. Ha, jetzt habe ich natürlich keinen... Ach, fuck. Muss ich nochmal hier runter. So. Muss ich hier irgendwas Tolles für machen? Ja, muss ich. Na, dann holen wir dich mal raus, weil dann kannst du auch mal dich nützlich machen. So, ja, das bringt mir ja so gar nichts, naja. Und Schawupf. So, jetzt brauche ich natürlich mal eben von hier den Saft, so. Jetzt wird allerdings kritisch, ne, wobei eigentlich nicht. So. Netzwerk freigeschaltet. Dann da hoch, hier hoch und dort hoch. Und jetzt können wir uns mal hier reinhacken. Und dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Hier ist es. Finden wir raus, wer sich mit uns angelegt hat. Und lassen ihn bezahlen. Kann ich noch irgendwas anderes machen, bevor ich das starte? Nö. Ich sehe zumindest nichts. Okay. Shaky Face sagt, der Radio-Hijack kann über die Bühne gehen. Wir müssen nur noch eine gute Zeit raussuchen, um diese Idioten in die Pfanne zu hauen. Wir haben alle Stationen unter Kontrolle. Totaler P8 Clusterfuck. Also Prime 8. Wenn wir 6 Namen rausgehen, sind bereit für Gegenangriff. Irgendwas anderes. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Habe ich auch gemacht. Weitere 5000 Follower. So, da muss ich hin und da... Oh, da kann ich keine Schnellreise machen. Das ist natürlich jetzt doof. Dann geht's halt hier hin. No problem. No problem. Radio mit einer Liste unserer Namen hijacken. Naja, wollten sie. Sag mir, wie du sie treffen willst. Ich habe die DadSec-Namen aus ihrem System gelöscht. Die Liste war ziemlich lang. Manche waren erfunden, aber sie hatten ein paar Treffer. Ich habe im Konto dieses Typs ein paar Primate-Namen entdeckt. Du sorgst dafür, dass der Radio-Hijack funktioniert, oder? Ja, aber ich ändere die Playlist. Ich habe den Ort, aber ich muss noch rausfinden, wie sie reingekommen sind. Oh, manchmal ist das so dumm, ne? Steig doch in das Auto. Meine Güte, steig doch in das Auto einfach ein. Was ist daran so schwer? Also manchmal, ich auch nicht. So, dann wollen wir natürlich dahin. Heißt, wir fahren hier rüber und jetzt geht's aber los. Jetzt drehen wir den Spieß einfach um. Oh Gott. Es kann durchaus sein, dass ich irgendwann jemanden überfahre, aber jetzt noch nicht. Also es ist auch schon passiert, aber mein Gott. Ab und zu kann das ja mal vorkommen. Ist alles halb so wild. Hier ist wieder irgendwo ein Punkt, den ich mir sowieso nicht hole, weil da komme ich jetzt gerade nicht so hin. Mm-hmm.
Ja, immer schön im fließenden fahren. Ich bin in San Francisco, das ist ja toll. Warte, ich muss da. Ja, danke schön. Ich musste den einfach überholen. Bam. Weg. Weg da. Das Bauamt sagt, weg mit dem Scheiß. Unfall, der ist einfach gebremst geblieben. Stehen. Konnte ich nichts gegen tun. So, dann bin wir gleich da. Und dann schauen wir mal. Müssen uns bestimmt wieder irgendwie reinschleichen. Irgendwo. Oder auch nicht. Vielleicht ist das nochmal eine ganz easy Mission. Aber nee, das sieht mir nicht danach aus. Okay, jetzt muss ich nur noch durchkommen. Ja, das ist auch kein Problem für dich. Oh, das ist, was ist denn das für ein Ding? Oh, hi. Ich will dir was machen. Oh, Punkte kann ich mal. Bereich ist ins Berggebiet. Kannst mich mal. Und hier komme ich durch. Na gut, dann wird es Zeit für den Bumper. Jumper. Okay, warte mal kurz die Kamera. Gib mir die mal. Da muss ich hin. Was ist das denn? Kerndaten. Ha. Warte mal, ich könnte hier so vielleicht... Ja, wobei, die guckt die ganze Zeit dahin, ey. Kann man die ablenken irgendwie? Nee, ich glaube nicht, ne? Die hatte nichts mit Telefon oder so. Nein! Oh, ich will den Jumper weiter benutzen. Vielleicht nicht von hier. Ich fahre vielleicht auf die andere Seite, aber das ist egal. Dass es hier kein Loch drin gibt, das ist sehr seltsam. Viel zu gepflegt für gewöhnliche Verbrechers. Okay, warte mal. Wir können die doch bestimmt irgendwie ablenken. Mit irgendwas lässt die sich doch bestimmt ablenken. Zum Beispiel damit. Lalalalalala. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz schön krass, ne? So, Kerndaten mitnehmen. So, hier reinhacken. Läuft. So, Missionsziel erfüllt. Und jetzt? So. Verrückt. Was hier so alles nochmal passiert, ist echt komisch. Hier drüben, Agent getroffen. Oh, Agent getroffen. Das ist jetzt doof. Geht die noch weiter? Tatsache. Na gut. Hä? Hä? Okay. Ja, also. Ich bin. Ich darf hier. Nein, ich darf hier hin. Können die nichts machen. Ich bin nicht im Sperrgebiet. Warum? Hä, warum? Ist die zu hoch? Darf die nicht so weit? So. Jetzt ist abgeschlossen. Wunderbar. Läuft. Dankeschön. Tschüss. Ja, war doch easy peasy, würde ich sagen. Gar kein Problem. Jetzt kriegen wir noch ein paar Follower dazu und einen Anruf. Okay, alles bereit für Primate-Sendung. Die werden sich bald selbst doxen. Von einem großen Publikum. Klasse. Das kommt davon, wenn man miese Spielchen mit uns spielt. Marcus, war mein echter Name dabei? Na klar, Reginald. Was? Wrench ist dein Reggie? Haha. Marcus verarscht dich doch nur. Ach, wirklich? Ich vertraue lieber einem Marcus als einem Reggie. Sorry, Reggie. Ach, fickt euch doch. Okay, das war's. 7000, das ist jetzt auch nicht so viel, aber naja.
So, ist die Mission jetzt abgeschlossen? Scheint mir ganz so, ne? Schauen wir mal kurz. Jo. Abgeschlossen. Das heißt, als nächstes können wir Hauptoperation Auge um Auge machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.